Unser Volk hat Traditionen, die so verwurzelt sind wie die Berge. Unsere Schilde sind ebenso vielseitig wie stabil. Unsere Schwerter sind tödlich. Einfach. Eine uralte Form. Und ein Anführer, der nicht an vorderster Front kämpft, ist kein Anführer. Man nennt uns Kriegsfürsten. Den Titel muss man sich verdienen. Wir sind der Schild unseres Volkes. Und wir werden nicht fallen. Das finde ich doch mal super und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von For Honor. Oh ja, hier bei den Wikingern geht's jetzt weiter. Im letzten Part haben wir mal angefangen mit den Wikingern. Geht auf jeden Fall ganz schön ab dort. Und es wurde sich auch wieder For Honor gewünscht und deswegen kommt es auch wieder. Weil nach mir wäre es jetzt noch eine Zeit ausgefallen, aber wenn das natürlich gewollt wird, dann ziehe ich das natürlich vor. Holz, Eisen und Stahl. Kapitel 2. Irgendwie drittes Abteil oder so, keine Ahnung. Und jetzt schauen wir mal, was uns so erwarten wird. Wir würden Schiffe brauchen. Und ich hatte schon viel zu lange nicht gekämpft. Okay, er hat eine Bärenmütze an. Ist ja nice. So schlage ich zu. Okay. Was soll das sein? Ein Prull? Oder was? Gut, so roll ich. Gut, ich muss das Ganze wieder in meinen Kopf kriegen, ne? Sonst wäre das nichts. So. Ey. So, danke. Und hier gibt es ja auch noch Tastenbezüge. So. Okay. Dann eben auf die altmodische Weise. Yes. Wir haben ihn trotzdem gekillt. Nice. Mal schnell kurz mal heilen. Auch wenn wir nicht viel verloren haben. Gibt's hier sonst was anzugucken? Ich werde das sonst lasse ich wieder was liegen. Ich kenne mich doch. Bei Odins Bart. Die schwarzen Felsen hatte unsere Stellung nicht gut befestigt. Aha. Sag jetzt nur, die schießen mit Pfeil und Bogen. Das ist nichts für uns zum Angucken. Wer will... Ah, hier jetzt was zum kaputt machen. Sehr schön. Einen von fünf. Nicht schlecht. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich habe doch keinen Bock, gegen alle anzutreten. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ja, ist klar. So. Danke, komm. Und zwar schnell. Komm schon. Danke. Wie soll ich das Tor öffnen und das schnell, wenn da vorne so viele stehen? Ich gehe außen rum, ne? Ja, klar, und da sind schon wieder drei. So. Weg mit euch. Ist klar. Ein
Wie viele von euch gibt's denn hier? Du. Der Kriegsfürst kann mit in alle Richtungen blocken. Aha. Ach so. Ist klar. Ich sollte hier mal besser durch. Ich muss das Heer reinlassen. Hat Pugnam parate. Aha. Ha. Oh. Ach ja, ihr seid solche Witzfiguren. Weil im Moment... Oh, verdammt, es geht nicht mit dem Schild. Aber es ist ein guter Charakter, muss ich sagen. Ach, ihr kleinen schizophrenen Arschgeigen. Hey, Kleiner. So. Und jetzt zu euch. Na? War's das? Ey, verdammt. Ich komme echt noch nicht so zugange mit dem. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Das sind ja die kleinen Fische, glaube ich, gewesen. Hallo, ihr kleinen Fische. Darf ich mal? Oh, hast du das gerade wirklich geblockt? Wow, echt nicht schlecht, aber ich glaube, jetzt bist du dran. So. Au. So. Ey, ich glaube, es hackt. Au. Au. Jetzt reicht's. Nein. Ey, dein Ernst gerade. Dein Ernst gerade. So. Ich komm gerade wie... Ey. Arschkrampe. Hey, wie ging das denn bitte? Darf ich mal... Boah. Hey, wie ging das denn? Nein. Nein. Ah, endlich. So. Zum Glück habe ich den Heilmove drauf. So, und jetzt noch einmal mit Vollgas. Der ist auch weg. Sehr gut. Was ist eigentlich hier? Nichts. Okay. Ein Hauch von nichts. Und hier ist ein Hauch von Krieger. Oh Mann, nicht schon wieder. Schon wieder so ein Mongo. Ja, ist klar. Ja, ist klar. So. Wieder auffüllen lassen. Und jetzt am besten von dieser Seite. Ah. Hey, ich glaub's nicht. Jetzt haut er mir wieder einen vor den Latz. So. Nö, ich muss den angreifen lassen. So. Weg mit dem. Heiliger Meter. Der meint's ja heute ganz böse mit mir. Der Krieger. Dein Ernst? Na dann komm. Oh, gleich zwei von euch pfeifen. Ist klar. Ist klar. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Kein Bedarf heute auf euch, ne, Freunde? Und das ist eigentlich hier so alles. Aber es wird mir nichts angegeben.
Ich hoffe, ich komme hier. Oh, wie schnell ist das denn, ne? Hallo. Seid ihr blöd? Sorry. Nein. Nein. Wo muss ich hier lang? Öffne das Tor. Und wo soll ich das bitte öffnen? Wo soll ich das bitte öffnen? Ey, 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 ey. Ey, Kollege. Heute nicht. Heute nicht. Hallo. Ach so, du bist... Ey, aber warum bringe ich die nicht um? So. Geh weg. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir können doch nicht einfach nur da durch, oder? Und dann irgendwas aufmachen, oder doch? Geht das einfach so? Keine Ahnung. Gehen wir mal da lang. Dadurch kommt er nicht. Obwohl er einfach nur drüber springen müsste. Dann gehen wir mal den optionalen Weg hier. Gut. So. So, danke. Und jetzt zu dir. Danke. Weiter geht's. Mit euch mache ich das so. So. Bye bye, Freunde. Hasta la vista. Verbrennt in der Hölle. Warum brenne ich eigentlich? Das war jetzt creepy. Ah, gegen dich nehme ich's noch auf. Ist klar. So. So. Danke. Einfach weg mit dir. Ah, hier muss man dann... Okay. Kein Problem, das Tor hochlassen. Machen wir. 4 von 5. Ja gut, lassen wir mal das Tor hoch. Ich kenne ja die ganze Scheiße nicht. Tötet sie alle! Ah, das ist jetzt meine Crew, oder wie? Sehr gut. Wenigstens muss ich jetzt hier nicht mehr alleine rumrennen. So, ich glaube, wir drücken ein bisschen hier auf die Tube. So. So. Wir schlagen sie mit den eigenen Waffen. Ja, indirekt. So. Tschüssi. Na dann. Beenden wir das. Wir haben so ziemlich jeden auseinandergenommen hier gerade. Das war taktisch ziemlich geil von dem ganzen Gedöns. Von hier oben kommen wir. Ah, wow. So sieht das Ganze also aus, wenn man das mal alles so besichtigen darf, kann, wie auch immer. Sehr interessant. Dankeschön. Interesting. Und was ist hier drin? Da waren wir. Doch, da waren wir. Okay. Was soll ich damit? Okay. Das hat mir beinahe leid. Ja, definitiv. Ja. Die, wenn die alle so einfach liegen gehen. Hey, willst du mich verarschen? So. So. Und dort schieße ich jetzt noch den. Ey. Ist der tatsächlich gerade ausgewichen?
So. Hey, darf ich mal? Danke. Soweit habe ich alle Bogenschützen auseinandergenommen. Also, nö, dort unten leben noch ein paar, aber ich glaube, soweit her habe ich sonst alles gemacht. Ich frage mich nur... Ach so, ne, dort haben wir noch nicht. Okay. Ich komme gleich. Oh ne, das ist noch auf Zeit. So. So. Was? Hab ich's jetzt verkackt oder wie? Ich muss zu der Balliste. Ach so. Nur ab dem Moment nochmal neu starten. Ich wollte gerade sagen. Okay, wenn ich das weiß, dann töte ich die eben alle. Ich wollte nur noch gucken, was es sonst hier noch hat. Aber gut, dann sollte es ungefähr easy reichen. So. So. Kein Problem. Nö, nö, die sind gleich tot. So, siehst du, alle weg. Auch wenn da schon wieder neue antanzen. Und ich gerade nicht mal einen richtig treffe, wird das schon gut gehen. Ja, definitiv. So, dich hat's auch erwischt. Und dich ebenfalls. Das war's. Außer jetzt kommen noch mal eine ganze Palette davon. Hat's noch irgendwo? Kriegsfürst kann... Ja, das wissen wir. So, hier. Oh Mann. Wie kann ich denn das bitte alles machen ohne... Schon wieder... Ey, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich komplett verarschen? Ich muss zu der Balliste. Das ist mir auch schon vollkommen bewusst, Kollege. Allerdings, die Balliste ist nicht das Problem. Eher, dass ich... Die Ritter taten mir beinahe leid. Ja, mir ja auch, aber... Ja, klar, was treffe ich hier? Oh, gleich zwei miteinander. Die Skalden werden davon singen. So, das kannst du nicht, dem kannst du nicht ausweichen. Dem auch nicht. Dem auch nicht. Ey. Wenn ich sagte, du kannst dem nicht ausweichen, kannst du dem auch nicht ausweichen. Okay, dann machen wir das eben so. Wundervoll, gleich beide auf einmal. So. Jetzt muss ich anfangen, richtig zu schießen, sonst bin ich wieder am Arsch. So. Ja, ja, ich hab sie ja schon. So, endlich. Meine Herren. Und wer seid ihr, Kotzbrocken? Interessant. Interessant. Und das jetzt hier auf der Brücke. So. So, dankeschön. So. So, danke. Und du gehst ebenfalls liegen. Oh. Der haut jetzt vor mir ab. Nein.
Ich möchte das noch. Oder auch nicht. So, Ziel erfüllt. Ihr kleinen Mem. Diese Ritter brachten uns gute Beute. Wo kommen die denn her? Samurai-Schiffe. Sie sind im Sommer gestrandet. Voll mit diesem Zeug. Die Samurai! Sie sind schwach. Wir wären 10 zu 1 in der Überzahl. Und sie hatten ein gutes Jahr. Wir werden eine Flotte brauchen. Es war Zeit. Ja! Kommt im nächsten Part ein Aufzug dran, aber ey, habt ihr irgendwas gesehen, wo wir irgendwie geschichtstechnisch was erfahren hätten können? Ich auf jeden Fall nicht. Aber egal. Tut ja der Hauptgeschichte nichts zur Sache, zum Glück. Ist nur ein bisschen verstörend, wenn einem nichts angezeigt wird. Da sie auf schnelle Beute hofften und vielleicht auf den Glanz des Sieges, wandten sich die Wikinger nun ihren Nachbarn am anderen Ufer des Meeres zu. Das Land der Samurai wurde von einer alten Seefestung beschützt. Die Wikinger hielten diese für spärlich bewacht. Ich werde es momentan so machen, das wird wahrscheinlich für Honor ein Sonntagsprojekt sein. Dann kommt was anderes einfach mal an einem Sonntag. Dann könnt ihr chillieren, wie ihr wollt, dann mit anderen Games. Eben wie The Walking Dead habe ich angefangen ab gestern schon. Vorgestern für euch. Der Strand hinauf. Wollen wir das auch noch gerade machen? Ja, komm. Hauen wir das auch noch durch. Oder nee. Machen wir im nächsten Part, Freunde. Muss so sein. Vielleicht bringe ich dafür einen zweiten Part hinterher, Freunde. Man wird es sehen. Tüdelö.